Nachdem wir im letzten Part ein bisschen Versteckspielen gespielt haben mit diesen vier Kiddies da, sollen wir jetzt für sie zur Lehrerin gehen und für die erstmal entschuldigen. Kann ich etwas für dich tun? Sag mal, du bist doch zu ihnen gegangen und hast ihnen irgendetwas gesagt, oder? Ja, ich habe euch nämlich ein bisschen durch den Türspalt beobachtet. Weißt du, jedenfalls bist du wirklich ein lieber Junge. Ein kleines Taschengeld als Dankeschön für dich. Wir bekommen einen Fuffi. Aber es sagt niemand etwas davon, ne? Ja, ja. Wie es aussieht, hast du dich tatsächlich anstelle von uns bei der Frau Lehrerin entschuldigt. Sehr anständig. Ja, wusstest du das eigentlich? Unsere Lehrerin, Madame Marie, hat bald Geburtstag. Boss, wir sollten ihr etwas schenken. Hey, kein Unsinn. Wir sind die ganz kleinen Sträuche und nicht die Pfadfinder, kapiert? Aber da fällt mir ein, dass die Frau Lehrerin völlig verrückt nach der Accessoires ist. Was hat ihr denn gerade jetzt angetan? Und das nicht diese Glücksamulette? Ach ja, vielleicht liegt da irgendwo eines rum. Dann könnten wir ihr das schenken. Warte mal, als ich neulich ein bisschen auf den Bäumen rumgeklettert bin, habe ich auf einem von ihnen etwas was blitzen sehen. Bin ich mir ganz sicher. Du meinst, das könnte eines dieser Amulette gewesen sein, Boss? Das war bestimmt was anderes. Und ich weiß auch schon, welchen Baum du meinst. Dann müsste es dieser Baum sein. Fuck, ich muss mehr Anlauf nehmen. Shit. Und das ist das Glücksamulett, dem er gesprochen hat. Ach so, was, du scheinst es ja tatsächlich eines gefunden zu haben. Das ist ja ein Glücksamulett. Weißt du, in Wirklichkeit haben wir das ja oben auf dem Baum versteckt, aber ich wusste, du würdest es ganz sicher finden. Das ist ja Frau Lehrerin Maries Geburtstag und es ist natürlich super, dass wir endlich ein Geschenk haben, aber wir schämen uns ein bisschen, ihr es zu geben. Wie wäre es, wenn du ihr das einfach anstelle von uns gibst? Ja, du bist der Einzige, den wir uns sowas bitten können. Schließlich bist du ein so anständiger und verlässlicher Kerl, jawohl. Ja, dann mache ich das mal eben. Eine Beutetasche. Nein. Ich bin schon weg. So. Das ist das Fotobox-Dings. Bitte sehr. Ja, na sowas, das ist doch ein Glücksamulett. Weißt du, ich bin wirklich verrückt nach Edelsteinen und diese Amulette sind gerade das Allerheißeste vom Heißen. Na, dann sollte ich es wohl mal ohne Umschweifen annehmen, was? Na, wirklich, eins genügt mir. Naja, eigentlich hätte ich ja schon lieber 20 Stück, aber das wage ich doch noch nicht mal zu träumen. Ich bin dann nicht mal seit gestern Lehrerin, da ist mir natürlich sofort klar, dass dir irgendjemand diesen Floh in Sorge gesetzt hat. Ich bin ja so glücklich, das ist wirklich ein großartiges Geburtstagsgeschenk. Natürlich will ich mich erkenntlich sein und dir auch ein kleines Dankeschön geben. Streck bitte deine Hand aus. Wir bekommen 20 und ich glaube, wir können jetzt nicht mehr Rubine tragen. ich glaube, ich gehe. Ciao. Also 20 Stück will ich davon haben. Ja, das heißt, wir müssen sammeln, sammeln, sammeln. Ich glaube, ich sollte mir am besten erstmal das Segel schnappen. Ich komme aus einem fernen, kalten Land, wo die Eiswinde wehen. Mein Weg hat mich über das verwunschene Meer bis hier nach Portemonnaie geführt. Unterwegs geriet ich in einem fürchterlichen Sturm. Mein Boot wurde zerschmettert. Doch mysteriöserweise blieb es dabei unversehrt. Wie ich unschwer erkennen kann, bist du ein Reisender, nicht wahr? Dann willst du es mir doch bestimmt diesen meinen einzigen Schatz abkaufen, nicht wahr? Willst du es? Wenn schon dieser Schabwagen sich nicht aufs gefährliche Wehren hinaus, die haben gewiss nicht vor, es mir jemals abzukaufen.
Ich bitte dich, ich will mich hier aus Hände niederlassen. Dazu brauche ich dringend Geld. Wir kriegen 80 Rubine für dich. Gut. Es soll mir gehören. Wer bekommt das Siegel? In Wind Waker HD bekommt man ja das Rotes-Segel und da ist man halt ein bisschen schneller unterwegs. Kann man das hier schon spielen? Anscheinend ja. Hallöchen. Wir können und macht das 10 Rubine, na? Leistet es dir den Spaß? Okay, na dann. Sei mir grüße, meine Flotte. Ich bin Admiral Aqua, aber wir sind im Alarmzustand. Die gegnerische Flotte nähert sich uns von der verwunschenen Bastion alles sofort in Position Gefechtsbereitschaft. Na, wenn das so ist, alles klar. Der Feind nähert sich von uns mit 3 Schiffen, einem großen, einem mittelgroßen und einem kleinen. Wenn wir nicht schnell zum Gegenangriff lassen, sind unsere Kinder in Gefahr. Wir müssen unter Zuhilfenahme des neuen Radars die versteckten gegnerischen Schiffe aufspüren und versenken. Allerdings stehen jedem von euch nur 24 Schuss zur Verfügung, um den Feind zu versenken. Braucht ihr 4 für das große, 3 für das mittelgroße und 2 Schuss für das kleine Schiff? Jupp. Also wir müssen halt Schiffe versenken spielen und wir haben quasi, ich glaube, 4, 7, 9 Schüsse müssen halt treffen von 24 und es ist halt ein Glücksspiel und ja, ich versuche mal direkt einen geilen Start. Natürlich. Okay, das erste ist down. Da ist nichts. Probieren wir mal hier. Hier so. Da so. Da ist nichts. Da ist was. Das ist eine Viererreihe. Okay, 2 Schuss habe ich noch. Ah, oh, so knapp. Ich glaube, da kann man so einiges an Zeugs bekommen. Ah, shit. Der erste Versuch hat so gut angefangen. Okay. Wäre eine Viererreihe möglich. Hier. Hier. Hier so. Da unten auf alle Fälle. Fuck. Bullshit. Wir hätten es fast gehabt. Okay. Ich glaube, da kriegt man auch ein Herzteil dafür. Ja. Bullshit. Mein Rekord war so 12 Schüsse oder so. Das ist echt nicht so einfach. Fuck. Nein! Ich hasse Glücksspiele. ich fang mal hier an. Da. Nichts. Nichts. Niente. Ja. Fuck. Als ob. Ich hätt's geschafft.
Bullshit. Echt? Oh, das ist ein guter Start. Butter. Das erste Schiff ist down. Das große Schiff ist schon mal weg, aber das kleine Schiff wäre mir viel lieber gewesen. Alter. Ach, ganz im Brand, Alter. Ich fange mal hier bei den Ecken so an. Auch keine gute Entscheidung. Vielleicht hier so im Rand. Okay. Hier könnte es sein, hier könnte es sein. Das kleine Schiff könnte überall sein. Und ich hätte es wieder fast getroffen, Mann. Bullshit. Okay, ich habe irgendein Schiff erledigt. Okay, ich glaube, ich habe das große und das kleine. Das ist mittlere Schiff. Nein, das wäre da oben gewesen. Bullshit. Nein. Nope. Fuck. Das kleine Schiff kann einem echt triggern. Nein! Ah, das ist so Bullshit, Alter. Fuck. Darf ich überhaupt was jetzt? Als ob. Okay, ich frage mich gerade, was hier. Als ob! Heftiger Betrug. Oh, ich muss nach oben. Okay, da oben ist nichts. Okay. Dreierschiff. Das kann nicht sein. Oh, du verdammter Betrüger, Alter. Fuck. Fuck. Natürlich. Ja, wow. Ja. Was? Nope. Es ist wieder so knapp.
Fuck. Okay. Dann haben wir es ein bisschen versucht, Schiffe versenken zu spielen und eventuell auf einen Sieg gehofft, aber naja. Haben wir leider verkackt. So, Segel haben wir. Zwar, aber ich möchte noch etwas anderes rubbeln. Und zwar hier in diesem Gebäude. Müsste es ja noch etwas für mich geben. Ist hier irgendwo? Yep. Hier der Schalter. Da befreien wir nämlich jemanden. Zur Tingle. Uiuiui. Ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir. Hier, das ist für dich ein Geschenk, das von Herzen kommt. Tingle, Tingle. Yeah. Und Sand. Ein Item ist in meiner Hand. Du hast den Tingle Siever bekommen. Wenn du mal nicht weiter weißt, stelle eine Verbindung mit deinem Game Boy Advance und frage Tingle um Rat. Ja, damit können wir halt Tingle zu Hilfe rufen. Damit können unsere Herzen immer zusammen sein, auch wenn wir räumlich und furchtbar weit voneinander entfernt sind. Also dann, ich vertingle mich erstmal, um alle nötigen Vorbereitungen zu treffen und dein Volk zu sehen. Warte so lange auf mich. Ist dir noch was eingefallen? Ups, habe ich doch gleich was Wichtiges vergessen? Ja, Fee, du willst doch sicher mal zu meiner Insel kommen, oder? Entschuldigung, Entschuldigung. Wir haben die Tingles-Karte erhalten. So. Wirf mal einen Blick darauf, sobald du auf See bist. Wenn du ums Karten geht, frag einfach den guten Tingle. Vergiss das nicht, okay? Wenn es um Karten geht? Alles klar. Der Tingle, wir hatten noch früher oder später noch eine wichtige Rolle bekommen. Aber hier ist eine Kiste. Die lässt sich ja verschieben. Was haben wir hier? Ein Loch. Ja, wir müssen erstmal den richtigen Weg finden. Aber das weiß ich ja nicht mehr. Also krabbel ich einfach ganz instinktiv irgendwo hin. Ich krabbel einfach geradeaus. Hier links so. Drehe ich mich nach rechts. Das ist eine Falle. Ich habe absolut keine Ahnung, wo ich bin. Ich sowas wie einen Orientierungssinn hätte. Aber den habe ich nicht. Wo zum Teufel ist das Teil? Komm schon. Was ist denn jetzt auf einmal los? Ja! Ha! Ich weiß, auf meinen Orientierungssinn ist immer Verlass. Und hier ist ein besonderes Item. Und zwar die Fotobox. Benutze sie, indem du sie auf Y, Z und X legst. Du kannst bis zu 3 Lichtbilder gleichzeitig in dir aufbewahren. Ja, das ist jetzt sozusagen eine kleine Kamera, aber ich werde nicht die ganzen Gegner und so fotografieren, weil das ist einfach nur unnötig und das
ist doch ein bisschen zu sehr zeitaufwendig. Und ja, ich aktiviere diese Falle mit Absicht. So. Die Seekarte. Das ist jetzt sozusagen eine Navigationshilfe und bla bla bla. Und was ich nicht alles weiß, ne? Über die Seefahrt. Gut, wir haben Westwind. Ideale Bedingungen, also um nach Osten zu segeln. Setze das Segel. Los geht's. Ja, ja, ja. Ich möchte aber jetzt noch die Abmoderation machen, mein Guter. Also, im nächsten Part werden wir Portemonnaie verlassen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Ruch da. Wenn nein, Daumen runter. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier in The Legend of Zelda, The Wind Waker. Bis dann und ciao, meine lieben Freunde.